ja auch noch. Da müssen wir jetzt hier durch, so. Zack, zack, zack. Was ist hier los? Hier haben wir einen Marderpfahl gebunden. Die Indianer des Dschungels, oder was? Oh, ist das hier und links? Hallo. Hallöchen. Oh, bist du? Wenn ich das gewusst hätte. Hallo. Könnten Sie mir vielleicht bitte helfen? Achten Sie einfach nicht auf den da. Er wollte hier auf Eiersuche gehen. Du brauchst hier nicht so zu schreien. Du wolltest unsere Eier klauen. Ruhe. Wenn ich mich mit den netten Herrschaften unterhalte, die Ausrede mit dem Gehilfen. Ja. Oh, ich hab's doch geahnt, hier sind sie. Mensch, als hätte ich's gewusst. Junge, Junge, Junge. Oh, die sind ja wieder richtig wild heute. Ich heile nicht mehr aus diese Albträume heute Nacht. Wer soll das wieder hinkriegen, du? Jetzt haben wir einen auf dem Dach. Da muss einer mal hoch hier vertreiben, du. Oh, ich hoffe, wir kommen hier alle heile weg. Mann, 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 wenn das mal alles gut geht. Junge, Junge, Junge. Mal gucken, was wir noch zu sehen kriegen hier. Ich will mal sehen, dass ich jetzt die Brücke treffe. Da, das schöne Krokodil, du. So, haltet euch fest. Wir holen jetzt gleich ein paar Mal aus und dann machen wir eine Eskimo-Rolle wie die Kanufahrer. Einmal im Kreis, Kopf unter Wasser. Ich möchte keinen verlieren, das ist kein schönes Wasser. Oh, na ja, das Krokodil ist auch schneller. Gut festhalten, ja. Und hau ruck. Nee, der nächste vielleicht. Und jetzt aber. Immer noch nicht. Na, hab ich mich so verzählt. Es scheint wieder ruhiger zu sein, ne? Wir nutzen die Gelegenheit. Hauen wir lieber ab, bevor irgendwas passiert. Gucken wir, was Brunhilde macht, unsere alte Nashorn-Dame. Die lebt hier schon ganz lange im Dschungel. Hat keinen Bock mehr, möchte raus, darf es aber nicht. Deswegen ist es sauer. Greift jeden an, der hier durchkommt. Und wir müssen auch wieder dran glauben. Brunhilde, bleib ruhig, Mädchen, geh zurück. Du machst den Leuten Angst, Mensch. Es tut dir keiner was. Denk an dein Herz, du bist nicht mehr die Jüngste. Naja, die ist mittlerweile so faul, die läuft nicht mehr alleine, die lässt sich schieben. Ne? Mädchen, ist gut jetzt. Mach die Gardine zu, geh wieder ins Bett, du hast auch Vogel, es reicht. Und dann weg hier. Die drei Komiker wollten unbedingt zu Fuß hier durch. Ja, wir haben sie noch gewarnt, aber die wollten ja nicht hören. Ich helfe denen nicht, wenn er nicht lebt, dann steige ich aus. Ne? Und wir haben ein paar Bananen, müssen sehen, wie sie klarkommen. Du. Aber ist schon im Wasser. Mama muss wie immer das Kleine reinschubsen. Und Mama selber darf nicht, die ist krank, hat eine Blasenerkältung, das sieht man gleich. Also auch mit Drehschwanz, ne? Dann Papa, bleib mal draußen, dann gehst du ja mit schnell, du haust du den Kopf ein, du. Jetzt kommt Susi, unsere Riesenschlange. Die mussten wir hier am Baum binden, ne? Die ist immer von Autos rumgekrabbelt, nur ist es sauer. Vielleicht könnt ihr sie ein bisschen beruhigen, wenn ihr mit ihr redet. Was soll man sagen zu ihr, vielleicht wird sie denn ruhiger, ne? Links, rechts, vorne, hinten afrikanische Brille und Wackelbüsche. Super, ne? Ich habe mir ein paar Ableger im Vorgarten gemacht, heute früh genommen, wenn meine Schwiegermutter kommt, kann ich durch die Hintertür abhauen. Die denke, ich bin immer nur arbeiten, mein fleißiger Kerl. Also. Ja. Guckt euch mal das schöne Wasser an. Ah, das sieht doch lecker aus, oder? Wir haben ein Problem, wir haben afrikanische Riesenkröten im Wasser. Ne? Die sind so groß, die können unter Wasser ziehen, dann sind wir weg. Da findet uns keiner mehr. Ich hoffe, wir kommen heil und wir kommen. Warum sind sie dann über den Fuß gefahren? Na, sehen, dass wir rauskommen. Ja. Oh, oh, da hinten kommen sie. Junge, Junge, ich sehe sie. Die kreisen uns ein hier. Wir müssen hier weg, du. Nee, jetzt halten sie uns fest. Mensch, ich komme nicht mehr weiter. Und mach mal. Ui, der war groß. Pass auf, ich gebe nochmal voll aus. Jawohl, wir sind frei. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir raus. Nee, dann ziehen sie wieder. So, aber einmal hier wieder Gas. Ey. Und weg hier, du. Mann, das war knapp. Mein lieber Scholli, weiter in unserer Richtung. Junge, 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 hier fahre ich aber nicht normal lang. Viel zu gefährlich. Diese Aufregung, nee, das meine ich normal mit, ne? Ich glaube, da brauchen wir was zur Beruhigung.
Und dann gucken wir uns mal an, wie ein Baum umfällt hier. So, das ist mal sehr beruhigend. Guck mal, da rechts haben wir einen Baum. Schon ein bisschen angekippt. So, du stellst dir nicht wieder hin. Merkwürdige Dinge gehen hier vor. Wir machen mal ein bisschen Wind hier. So, und dann gucken wir, was passiert. Ja, der Wind fängt an. Der fällt nochmal. Kommt das, schafft das. Halt gegen den Wind. Nee, hau dich hin. Oder? Ah, jetzt fällt er nur noch. Diese. Ach, was ungünstig hier. Na, prima. Oh, ich hab's geschafft. Aber oh, wir sind alle mit. Wir sind im Land der Elefanten. Und da wollen wir auch gucken, dass wir einen finden. Naja, ich kenne die Stelle, da steht eigentlich immer einer. Da fahren wir mal hin. So, mal wer hier kommt, der Paul. Ein Regenbürtel. Nee, da hauen wir ab. Aber ist egal, werdet ihr eh alle nass. Das Wasser schießt hier einmal quer durch. Ne? Also, wir fahren jetzt die Luftschranke. Sonst kriegen sie nichts. Und auch immer schöner, du. Große Klappe, nichts dahinter. Ach du Schande. Der Dschungel brennt, die Vulkane sind ausgebrochen. Feuer hier. Pass auf, die linke Seite geht nicht so weit raus, werdet ihr angegrillt. Haare werden abgebrannt hier. Ich heiz euch mal ein bisschen ein. Da ist so schön, ne? Sie haben hier einen Affen mitgebracht, das haben wir nicht gewusst, ne? Der ist hier vorne links an der Schultern. Den will ich noch mal im Auge behalten. Oh, Dusche. Jetzt gibt er alles. Ach nee.